Ein neuer Bericht des Weltklimarates schlägt jetzt Alarm. Demnach muss jetzt sofort dringend und umfassend gehandelt werden. Ansonsten wäre eine weitreichende Zerstörung unseres Planeten kaum noch aufzuhalten. Die Welt ist im Moment weder in der Lage, ein Klimaziel von 1,5 noch von 2 Grad zu erreichen. Der Temperaturanstieg dürfte deutlich stärker sein. Klickt zum Science & Fiction. Hier gibt's täglich Science-Videos. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das ist mal eine Ansage. Der Weltklimarat hat sich mit dem Klimaziel von 1,5 Grad befasst. Dies geschah auf Bitten der Entwicklungsländer, die besonders stark von den Konsequenzen des 2-Grad-Ziels betroffen wären. Deren Länder nämlich werden im wahrsten Sinne des Wortes von der Landkarte verschwinden bzw. würden durch den Anstieg des Meeresspiegels stark schrumpfen. Das Ergebnis: In den nächsten 10 Jahren muss endlich nachhaltig gehandelt werden. Zitat: Diese Dinge müssen sofort einsetzen. Die nächsten 10 Jahre sind entscheidend in ihren Auswirkungen. Das sagt Hans-Otto Pörtner im Gespräch mit dem Spiegel. Der Meereswissenschaftler ist Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 2 des Weltklimarates und damit für den aktuellen Bericht entscheidend mitverantwortlich. Mit diesen Dingen meint er Energieerzeugung, Landnutzung, Städtebau, Verkehr und Bau sowie Industrie. Für diesen neuen Bericht haben 91 Autoren und Autorinnen 6000 Studien ausgewertet. Doch diese 1,5-Grad-Marke ist kaum noch zu erreichen, da wir bereits einen Anstieg von mindestens 1 bis 1,2 Grad haben. Die Ergebnisse der Studie: Das Klimaziel eines geringeren Temperaturanstiegs würde mit mittlerer Sicherheit 10 Millionen Menschen weniger vom Anstieg des Meeresspiegels betreffen. Der würde nämlich 10 Zentimeter weniger ansteigen. Es würden mit hoher Sicherheit signifikant weniger Arten aussterben. Mit mittlerer Sicherheit würden etwa 1,5 bis 2,5 Millionen Quadratkilometer Permafrostböden nicht auftauen. Hier würde dort gespeicherter Kohlenstoff nicht in die Atmosphäre entweichen und den Klimawandel weiter beschleunigen. Die Arktis würde mit hoher Sicherheit nur einmal im Jahrhundert komplett eisfrei, statt jedes Jahrzehnt. In diesem Zustand beschert uns das offene Meer extreme Niederschläge. Und eben Extremwetter würde es mit mittlerer Sicherheit deswegen und wegen anderer reduzierter Ursachen deutlich weniger geben. Zitat: Das Vorsorgeprinzip ruft drastisch dazu auf, in Aktion zu treten, so Pörtner im Spiegel. In Deutschland die gesteckten Klimaziele aufzugeben oder weiter lustig Braunkohle abzubauen ohne Rücksicht auf Verluste, das geht gar nicht. So kann man Pörtner problemlos interpretieren. Und es ist ja seit der Fraunhofer-Studie bekannt, dass die Klimaziele in Deutschland erreichbar wären, wenn denn nur die Politik wollte. Es muss dringend effektiver gegen CO2 vorgegangen werden, so Pörtner. In Deutschland sind alleine 3 Millionen Menschen vom steigenden Meeresspiegel betroffen. So steht es in einem bisher unveröffentlichten Bundestagspapier, das dem Spiegel vorliegt. Und der extrem heiße Sommer, wie in diesem Jahr, der hat vermutlich Zehntausende Tote gefordert. Extremwetter, wie sie immer öfter in den USA, aber auch eben hier in Europa auftreten, werden immer mehr. Nur wenn wir das Steuer wirklich herumreißen, haben wir noch eine Chance. Und dazu sagt der neue Bericht ganz klipp und klar, was nötig ist: Bis 2050 müssen 70 bis 85% des weltweiten Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Kohle darf ab 2050 nicht mehr genutzt werden. Vorher muss der Verbrauch drastisch reduziert werden. Die Industrie muss den CO2-Ausstoß um 75 bis 90% senken. CO2 muss im großen Stil aus der Atmosphäre entfernt werden. Im Großen und Ganzen ist die Ansage klar: In den nächsten 30 Jahren müssen die CO2-Emissionen bis 2050 eben auf Null gesenkt werden. CO2, das dann noch in die Luft gelangt, zum Beispiel durch den Flugverkehr, muss wieder aktiv aus der Luft entfernt werden. Laut Pörtner gibt es, so seine Privatmeinung, keinen Grund, wie Arbeitsplätze und weitere Vorwände das Erreichen der ins Auge gefassten Klimaziele zu verzögern. Denn im Zweifel, so ergänze ich mal, gibt es mehr Tote durch den Klimawandel, und zwar auch hier in Europa, als Arbeitsplätze bewahrt werden. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, wenn wir nicht mal die Realität, sondern nur die Zusagen der Industrienationen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens nehmen. So der Bericht des Weltklimarates: Steigt die Temperatur um insgesamt 2,6 bis 4 Grad. Weltweit wird das aber und aber Millionen Menschen betreffen, und dann wird es auch hier in Europa extrem ungemütlich. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Wenn ihr als erstes Neues zum Klimawandel und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der
genau, mit der Glocke vergessen. Und darunter geht es weiter, auch dafür draufklicken, so kann Deutschland seine Klimaziele doch noch erreichen. Da geht es um die von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie des Fraunhofer Institutes. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.